Das Leben von James Potter. Das und vieles mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werden wir über das Leben von James Potter, besser bekannt als Krone, sprechen. James Potter war ein reinblütiger Zauberer und der einzige Sohn von Fleamond und Euphemia Potter. Er besuchte die Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei von 1971 bis 1978. Bei dem Versuch, seine Familie zu verteidigen, wurde er leider von Lord Voldemort getötet. James Potter wurde am 27. März 1960 in eine reinblütige Zaubererfamilie von beträchtlichem Wohlstand geboren. Seine Eltern Fleamond und Euphemia waren selbst nach Zaubererstandards schon sehr alt, da er ihr einziges Kind war und erst selbst so spät in ihr Leben trat. James begann sein erstes Jahr in der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei im Jahr 1971 und wurde direkt in das Haus Gryffindor einsortiert. Dort freundete er sich mit den Gryffindors Sirius Black, Peter Pettigrew und Remus Lupin an. Gemeinsam bildeten sie eine kleine Bande, die nur unter dem Namen Rumtreiber bekannt war. Obwohl James eher faul als fleißig war, erwies er sich als kluger Schüler und wurde irgendwann während seiner Ausbildung Jäger für die Quidditch-Mannschaft seines Hauses, wobei James sich seiner brillanten Talente voll bewusst war. Im zweiten Jahr fanden James und Peter heraus, dass Remus ein Werwolf war, und anstatt ihn im Stich zu lassen, lernten sie 3 Jahre lang ein Animagus zu werden, um Remus bei seiner Verwandlung zu begleiten. In seinem 5. Jahr schaffte James es, die Verwandlung zu perfektionieren und wurde zum Animagus, was ihm den Spitznamen Krone einbrachte. Sirius wurde zu einem großen schwarzen Hund, was ihm den Spitznamen Tatze einbrachte. Peter beherrschte die Animagus-Form der Ratte und wurde Wurmschwanz genannt, während Mooney der Name war, den Remus wegen des Vollmonds annahm, der seine Verwandlung auslöste. Mit ihren neuen Spitznamen schufen die 4 Freunde die Karte des Rumtreibers, die das Gebiet von Hogwarts und jeden sich darin befindenden Menschen einschließlich aller Mitarbeiter, Geister und Schüler an ihrem aktuellen Standort zu gegebenen Zeit anzeigte. Die Karte erleichterte es James, sich aus dem Schloss zu schleichen und den Lehrern aus dem Weg zu gehen, was ihm die meiste Zeit seiner Schulzeit erleichterte. James war ein unausstehlicher Jugendlicher mit einer Vorliebe für die Zurschaustellung seines außergewöhnlichen Selbstbewusstseins, welches schon an Arroganz grenzte. Severus Snape sagte einmal, er sei so arrogant, dass Kritik einfach an ihm abprallte. Diese rebellische Haltung wurde nicht von den negativen Einstellungen geprägt, die er entwickelte, wie zum Beispiel die Angewohnheit, sein Haar zerzausen zu lassen, um es noch unordentlicher aussehen zu lassen, als wäre er gerade von einem Besen gestiegen. Und auch das Verhexen unschuldiger Schüler aus keinem anderen Grund als dem, dass er es einfach konnte. Besonders mobben tat er Severus Snape, ein Slytherin in denselben Schuljahren wie er. Diese Eigenschaften entstanden als ein Ergebnis seiner verwöhnten Erziehung. James und Snape hatten während ihrer Zeit in Hogwarts eine starke Rivalität, und der Grund für diese Rivalität war Snapes Eifersucht auf James' Talent im Quidditch und seiner Popularität, sowie Snapes Interesse an den dunklen Künsten, die James verachtete. Später stellte sich jedoch heraus, dass James und Sirius von Anfang an einen schlechten Draht zu Snape hatten, und dieser entwickelte sich schon, als sie ihn während des ersten Jahres in Hogwarts Express zum ersten Mal trafen. Sie beleidigten ihn und ihre Interaktion dienten nur dazu, die Rivalitäten noch intensiver und dauerhafter zu machen als je zuvor. James wiederum nutzte die Zaubersprüche, die Snape selbst irgendwann in seiner Schulzeit gegen James erfunden hatte. Snape interessierte sich sehr dafür, wohin Remus jeden Monat ging und sah, wie Madame Pomfrey und Remus durch einen geheimen Durchgang unter der peitschenden Weide zur heulenden Hütte gingen. Sirius hatte Snape aus unbekannten Gründen erzählt, dass der Trick, um an der peitschenden Weide vorbeizukommen, darin bestand, den Knoten am unteren Ende zu durchstoßen. Snape folgte den Anweisungen der Reihe nach und war fast am Ziel, als James Severus vor dem sicheren Tod durch die Klauen des Werwolfs Remus retten musste. Aber Snape weigerte sich hartnäckig zu glauben, dass sein alter Rivale ihm einen Gefallen getan hatte, dass James ihn nur gerettet hatte, um einen Schulverweis zu vermeiden, und dass er es verachtete, in seinem Fachbereich zu sein. Zu dieser Zeit trat Lily Evans in James' Leben, eine attraktive, muggelstämmige Gryffindor-Mitschülerin aus Snapes Heimatstadt Cokeworth, die insgeheim Snapes beste Freundin und auch Kindheitsschwarm war, bevor sie beide in Hogwarts anfingen.
Lily war vielleicht die einzige Schülerin an der ganzen Schule neben Snape, die völlig unbeeindruckt von James war und ihn für arrogant und unausstehlich hielt. James war so angetan von ihr, dass er vor Lily Snape mit Zaubern verhexte und mobbte. Lily sagte James, er solle aufhören, Snape zu verzaubern, und James erwiderte, dass er nur aufhöre, wenn Lily mit ihm ausgeht. Sie wollte nicht mit James ausgehen, und die Freundschaft zwischen Lily und Snape mag den Neid von James auf sie gezogen haben, sodass ihre hasserfüllte Feindschaft weiterging. Im Alter von 16 Jahren erlaubten James' Eltern Sirius bei ihm einzuziehen, damit er seiner eigenen schrecklichen Familie entfliehen konnte, und Sirius wurde bald ein inoffizielles Mitglied ihrer Familie. In seinem 7. Jahr in Hogwarts wurde James sogar zum Schulsprecher ernannt. Er schaffte es auch endlich, Lily Evans zu beeindrucken und begann mit ihr auszugehen. Zu dieser Zeit hörte er auch auf, Unbeteiligte zum Spaß zu verhexen, obwohl er immer noch heimlich Snape verhexte. Lily und James Potter heirateten mit 18 Jahren, gleich nach ihrem Abschluss an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei. Der Zaubererkrieg war in vollem Gange und der Orden des Phönix wuchs um Lily und James Potter. Sie zogen in einen Krieg mit Lord Voldemort. Die Potters weigerten sich, der Seite von Lord Voldemort anzuschließen, als man versuchte, sie irgendwann zwischen 1979 und 1980 zu rekrutieren. James' Eltern starben an Drachenpocken und er erbte von ihnen das riesige Potter-Familienvermögen, das es ihm ermöglichte, seine Familie bequem zu ernähren, ohne einen bezahlten Job annehmen zu müssen. James nutzte seinen Reichtum auch, um Remus zu unterstützen, der aufgrund seines Status als Werwolf keine Arbeit fand. Im Herbst 1979 wurde Lily schwanger, woraufhin sie und ihr Mann untertauchten. Am 31. Juli 1980 gebar Lily den gemeinsamen Sohn Harry, aber es dauerte nicht lange, bis Albus Dumbledore herausfand, dass sie sich in größter Gefahr befanden. Harry war aufgrund einer Prophezeiung, die sich auf denjenigen bezog, der ihn schließlich endgültig besiegen konnte, zur Zielscheibe von Lord Voldemort selbst geworden. Voldemort hatte von der Prophezeiung durch seinen Anhänger Severus Snape erfahren, der nichts anderes war als ein alter, erbitterter Feind von James und der ehemals beste Freund von Lily. Sirius war eigentlich als Geheimnisträger vorgesehen, aber dieser dachte, dass der dunkle Lord hinter ihm her sei. Er überzeugte James und Lily, stattdessen Peter als Geheimnisträger zu benutzen, mit ihm als Lockvogel. Sie stimmten beide zu und Dumbledore zauberte ein charmantes Geheimnis, aber dieser Versuch eines doppelten Bluffs endete in einer Tragödie. Die einzigen Leute, die über den Wechsel Bescheid wussten, waren James, Lily, Sirius und Peter. Sogar Albus und Remus wurden im Dunkeln gelassen. Weniger als eine Woche später verriet Peter das Geheimnis der Potters an Voldemort. Als Voldemort nach Godric's Hollow kam, sagte James zu Lily, sie solle Harry nehmen und weglaufen. Er wollte sich dem gefährlichsten dunklen Zauberer aller Zeiten allein stellen, um seiner Frau und seinem Kind Zeit zu geben, aus dem Haus zu fliehen. Aber James hatte einen fatalen Fehler gemacht. Er hatte seinen Zauberstab im Wohnzimmer liegen lassen, wo er vor Voldemorts Ankunft seinen kleinen Sohn unterhalten hatte. Voldemort tötete ihn mühelos mit einem Todesfluch. Voldemort ging dann die Treppe rauf, wo sich Lily und der kleine Harry versteckten. Er ermordete Lily, die dank ihres liebevollen Opfers starb, um Harry zu schützen. Der Todesfluch, den Voldemort auf Harry geworfen hatte, prallte ab und zerstörte Voldemorts Körper, sodass Harry nur eine blitzförmige Narbe hinterließ. Harry wurde als der Junge bekannt, der überlebte und dessen Name nach dem Tod von Lily und James berühmt wurde. Ihr Sohn wurde von Lilys liebloser Schwester Petunia und ihrem tollen Ehemann Vernon zusammen mit ihrem Vielfraß von Sohn Dudley aufgezogen. Harry schätzte seine Eltern immer noch sehr, aber das änderte sich ein klein wenig, wenn es um seinen Vater ging. Er erfuhr, dass James in seiner Jugend so etwas wie ein Tyrann war, als er Zeuge einer Erinnerung von Severus Snape wurde, in der James und Sirius auf Snape herumhackten und ihn demütigten, weil sie sich langweilten. Snape wechselte nach Lilys Tod die Seiten und wurde Professor für Zaubertränke in Hogwarts. Regelbrecher, aufmerksamkeitssüchtig und unverschämt. Aus Rache schikanierte und demütigte er Harry häufig. 1998, nach Voldemorts Rückkehr, erfuhr Harry, dass er ein Horcrux des dunklen Lords war und ging seinem Tod im verbotenen Wald entgegen. Als er ihn betrat, benutzte er den Stein der Auferstehung, um James und die anderen, die im Krieg gegen Voldemort umgekommen waren, herbeizurufen.
Sie waren alle stolz auf seinen außergewöhnlichen Mut und seine Stärke und versicherten ihm, dass sie bis zum Ende bei ihm bleiben würden. Harry beschrieb ihre Anwesenheit als den Grund, warum er in der Lage war, immer wieder einen Fuß vor den anderen zu setzen, wobei Lily ihn anlächelte und James ihm Ermutigung zunickte. Harry war schließlich stolz auf seinen Vater, der in seinem Opfer für seine Frau und seinen Sohn zwei weitere Enkelkinder in Albus Severus und Lily Luna Potter gewonnen hatte. James mag als Tyrann begonnen haben, aber er starb sicherlich als Held.